Hallo Leute, ich möchte mit euch mal wieder über Triceratops reden. Genauer gesagt, ein Fortsetzungsvideo zu meinem letzten Video, welches hieß die Triceratops-Verwirrung. Ihr erinnert euch sicher noch sehr gut an dieses Video. Am Ende des Videos war ich ja damit verwirrt, was den Triceratops horridus und den Triceratops prorsus ausmacht. Beziehungsweise, was sind die Unterschiede zwischen diesen zwei Arten, weswegen die halt so genannt wurden. In dem Video habe ich ja wirklich gedacht, dass die gesamten Merkmale des Triceratops wirklich nur mit den Hörnern zusammenlagen, beziehungsweise mit den Hörnern über den Augen. Allerdings war das wirklich nur eine individuelle Sache. Es gab jedoch eine Sache, die die beiden Triceratops voneinander unterschieden. Und tatsächlich sind es wirklich die Nashörner. Triceratops horridus und Triceratops prorsus unterscheiden sich neben den schädelanatomischen Veränderungen vor allem wegen der Nashörner voneinander. Somit ist der Triceratops horridus oder auch das fürchterliche Dreihorngesicht der Triceratops, der ein dreieckiges Horn besitzt. Die Schädelanatomie sieht etwas anders aus als beim Prosus und die Hörner über den Kopf haben sogar eine etwas dickere Basis als bei der anderen Spezies. Bei der anderen Spezies steckt sein Merkmal schon in seinem Namen drin. Prosus bedeutet so viel wie nach vorne gezeigt. Und tatsächlich ist schon früh aufgefallen, dass das Nashorn des Triceratops Prosus spitz zulief und ziemlich nach vorn gezeigt hat. Das sind jedenfalls die beiden Erkennungsmöglichkeiten, um diese beiden Arten von Triceratops auseinanderzuhalten. Ich wette, hier seid ihr selber auch ein bisschen schlauer geworden, weil ich habe auch eine Weile gebraucht, das zu verstehen. Trotzdem ist die Welt der Dinosaurier immer noch sehr komplex und wir haben noch sehr viel herauszufinden über diese Tiere. Wenn ihr also ein Abo dalasst, dann könnt ihr noch viel mehr erfahren, was sich in den letzten Jahren alles entwickelt hat, denn ich werde mich ein bisschen im Internet umsehen und das werde ich dann alles zusammentragen. Also, abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und bis bald!